Guten Morgen aus dem Auto. Guten Morgen aus Los Angeles. Ich fahre jetzt los zur Villa Aurora. Das ist eine wunderschöne Location hier in L.A. Und da findet seit vielen, vielen, vielen Jahren immer ein Empfang statt, am Samstag vor den Oscars, für alle deutschen und deutschsprachigen Nominierten. Und natürlich kommen jede Menge Stars, die in L.A. wohnen, deutsche Stars meistens, kommen da auch hin. Da gibt es eine Rede und man unterhält sich und natürlich, man kann eben auch die Nominierten treffen. Ich bin mal sehr gespannt, wie unsere deutschen Nominierten heute Morgen drauf sind. Ich kann mir vorstellen, die sind ganz schön nervös. Hier sind wir also in der Villa Aurora, ein wunderschönes Gebäude und um mich herum sämtliche deutschen Medienvertreter, zum Teil angereist, zum Teil sind es Korrespondenten, die hier wohnen. Und der erste ist auch schon da, Wim Wenders, hier ist er, Oscar nominiert und hinter mir sind zwei Schauspieler vom Lehrerzimmer und genauso geht es jetzt hier ab. Jeder kommt an, wird interviewt und geht dann raus in den Garten und ich zeige euch den Garten nachher mal, weil der Blick auf den Pazifik, der ist wirklich wunderschön. Wie sehr genießen Sie die nächsten 24 Stunden? Was haben Sie noch vor? Was ist so etwas, also ich wüsste genau, was ich machen würde, wenn ich morgen Nachmittag über den roten Teppich laufen darf. Was haben Sie noch vor? Ich habe vor, auch den roten Teppich zu genießen. Ich freue mich, dass meine Frau was trägt, was noch nie über den Teppich gelaufen ist, nämlich ein Kleid aus unseren alten VHS-Bändern aus Paris, Texas und Himmel über Berlin. Auf diesen blöden alten Bändern, das war ja grottig, VHS war eine grottige Kultur. Ich habe mich immer geschämt, dass meine Filme auf diesen Scheißdingern zu sehen sind. Und das ist gestrickt aus den VHS-Bändern und das ist echt der Hammer. Also Donata wird morgen etwas Historisches tragen, nämlich alte Filme von mir, aber als Kleid. Was machen wir dann? Was machen Sie dann mit dem Kleid hinterher? Wir stecken sie in den Rekorder und gucken, ob man die Filme noch sieht. Bei schönstem Sonnenschein. Die Villa Aurora, ein absolutes Muss auf dem Oscar-Kalender. Und heute wird überhaupt in ganz L.A. gefeiert, was das Zeug hält. Es gibt so viele Partys heute und wir schauen uns mal um. Frau von Unwerth, morgen sind die Oscars und wir feiern heute hier bei Philipp Lein. Perfekt, oder? Ja, natürlich. Sehen wir die Oscar-Party hier, die Vor-Oscar-Party bei Philipp ist immer super. Kann man nicht verpassen. Wem drücken Sie morgen die Daumen? Ich mochte gerne den Film Poor Thing. Also ich würde gerne, dass Sie gewinnen. Aber natürlich, weil Oppenheimer ist der Favorit und Barbie war natürlich auch super. Wie passt Philipp Lein und die Oscars zusammen? Weil also andere rühmen sich die ganze Zeit damit, jetzt die ganzen Partys, dass sie Oscar-Nominierte da haben. Du hast keinen Oscar-Nominierten da gehabt. Brauchst du auch nicht, oder? Nein, ich meine, wir haben ja gerade eben ein großes Event gehabt mit Nicolas Cage. Nicolas Cage ist morgen auf den Oscars und wird auch, glaube ich, einen Oscar moderieren oder übergeben. Und er wäre auch nochmal so heute Abend hier gewesen, konnte aber nicht, weil er hat ein Dinner mit dem Oscar-Komitee. Und ich denke, wissen Sie, die meisten Marken zahlen viel Geld für große Namen und das tun wir einfach nicht, ja, weil haben wir auch nicht nötig. Was für ein großartiger Oscar-Samstag. Überall werden Partys gefeiert, sei es bei den Agenturen, Filmfirmen, Modelabels oder eben in privaten Villen. Morgen wird es ernst. Morgen feiern wir alle die 96. Academy Awards und drücken unseren Deutschen natürlich die Daumen.